Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Zompiercer Folge 3. Wir kommen hier langsam, wir nehmen ein bisschen Fahrt raus. Wir kommen hier langsam in das Dorf an. Der zweite Abschnitt. Ich muss jetzt nur gucken, dass wir hier gescheit stoppen. Okay. Ah. Okay, und langt auch so, oder? Müssen wir hier an dem Ding anhalten. Und da. Okay, 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 okay. Und stopp. So. Kommen wir hier zumindest rein. So. Ein kleines Fischerdorf. Das kennen wir ja vom letzten Mal. Wie viel haben wir denn? Ist schon wieder Abend? 17.28 Uhr. Ich glaube, viel können wir nicht looten, bevor es Nacht ist. Und ich habe auch keinen Bock, hier im Dunkeln zu looten. Aber ein bisschen was geht. Wie schön. Die güldene Sonne. Ja, wir sind angekommen. War doch eine lange Fahrt. Bisschen Zombie drunter. Ich kann ja noch die Kisten mitnehmen und dann legen wir uns erstmal ins Bett, bevor wir das Fischerdorf looten. Und wer die erste Staffel gesehen hat, es gibt hier auch unsere erste Waffe. Ach, da ist einer. Heile sollten wir uns machen. Weil der Bogen ist ja wirklich OP. Kommt der jetzt hierher? Die Zombüse. Gucken, ob wir das auf die Entfernung schaffen. Nee. Okay, er kommt doch. Ich brauche ein bisschen Licht. Der? Ihr seht ja nichts, wenn ich den wegmache. So. Jetzt gehe ich aber ins Bett. Und ihr auch was seht. So, oh, muss ich das Licht hier ausmachen? Oh, weiß ich nicht. Egal, wir legen uns erstmal hin. So. Und wir pennen wieder 11 Stunden. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Hier wird es ja so 18, 19 Uhr wird es dunkel. Das ist relativ früh. Und gleich geht der Wecker los. Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? 5.15 Uhr. Ja, dann können wir die Zeit nutzen, was zu frühstücken. Uns ein paar Sachen zu craften. Wir ziehen uns hier einmal Bohnen rein. Ja, wo sind sie hin? Ja, ich habe mit Shift geklickt. Wo packt er die Bohnen dann hin? Okay, nicht mehr mit Shift klicken. Ach genau, als ich auf dem Weg hier runter war, habe ich einen zweiten Schrank gebastelt. Dann können wir nämlich hier Lebensmittel und Munition unterbringen. Das ist falsch. So. Dann müssen wir das vorne nicht im Zug haben, dann haben wir es nämlich alles auf einer Stelle. So, Ersatz-Baseballschläger kann ich hier mal reinlegen, aber rauchen brauchen wir es nicht wirklich, ne? Gut, was kostet uns denn Pfeil? Warte mal, ich gehe mal vorne an den Schrank und guck mal, was wir hier noch. Gott, ist ja dunkel hier. Drin haben. Ich glaube, dann hole ich den Kram hier raus. So, dann haben wir das nämlich an einer Stelle und müssen hier nicht permanent hin und her laufen. So, so. Und dann machen wir die Moon hier auch rein. Ja, 80 Kilo nimmt ja so ein Ding ein, ist ja Wahnsinn. So, hier haben wir schon 48. Granaten mitnehmen könnte von Vorteil sein, ne? Und das Geld nehmen wir mit raus. Das kommt auch hier rein. So, was kosten uns Pfeile? Vor allem wo?
Da sind Pfeile. Scrap Metal Pfeile. 3 Holz, 1 Metall. Drei Holz. Da machen wir mal 15. Und 5 Eisen, ne? Nach Adam, Riese und Eva Zwerch. Machen wir uns mal ein paar Pfeile. Wie viel geben da? Wie viel haben wir denn jetzt? Oh! Wie viel Platz nehmen die denn weg? Zwölf Kilo? 13, also das Kilo ungefähr pro Pfeil, aber das ist okay, das können wir machen. So, nice. Dann würde ich sagen, das ist eine gute Grundlage. Aber warte mal, wir essen aber nochmal was. Dann muss ich das nicht... ein Wasser. Und 30, 76. Wie viel haben die hier? Ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, das ist gut. Damit kann ich leben. Sehr schön. So, Loot-Tour. Achso, hier können wir nicht runter. Wir können nur hier runter. So, den Zombie, den haben wir schon in der Nacht vorher weggemacht. Der hat auch keinen Pfeil mehr einstecken, wa? Das haben wir auch alles gelootet. Ach, cool. Wie schön. Gut, das Gebiet kennen wir schon. Ich bin mir jetzt unsicher, ob... Da wird irgendjemand wach. Ob hier neue Sachen dazugekommen sind. Kann man nicht looten, ne? Nee. Wer hat denn gerade geknurrt? Der da drüben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal... Schade, dass er nicht automatisch nachlädt, der Pfeil und Bogen. Aber... Wo sind die Pfeile hin? Eben habe ich sie doch noch stecken sehen. Was sind sie? Der kann hier aber nicht durch. Oh, da läuft der Satz zur Seite. Glaube ich nicht. Was war das? Schwächeanfall. Also man kriegt die definitiv. Vielleicht hätte ich einfach ein bisschen näher an den Kopf gehen müssen, um die zu looten. Giftkasten kann man leider nicht looten. Da haben wir beide Pfeile. Räumen wir hier auf jeden Fall erstmal auf. Dass wir nicht auf dem Rückweg irgendwie den in die... Da ist ein Renner dabei. Auch 2 Pfeile. Nice. Okay, das ist natürlich super. Ah, das hat er uns gesehen? Er hat uns anscheinend gesehen. Also Bogen ist echt ultimativ. Ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, in der ersten Staffel, nimm doch den Bogen. Und da habe ich gesagt, oh, brauche ich nicht, ich habe ja genügend Munition. Aber mittlerweile muss ich sagen, Bogen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Thank you.
So, Waffe gab's da hinten, ne? Meine ich. Mit einem kleinen Überraschungseffekt. Glaube, ich räume mir erstmal ein bisschen auf. Da sind Renner. Oh, hat er mich gesehen? Noch nicht. Jetzt, oder? Nee. Okay. Jetzt hat er mich gesehen. Oh. Nachladen. Alles klar. Junge. Oh, da sind die Pfeile verschwunden. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob man eventuell die Fässer zum Explodieren bringt mit den Pfeilen. So, wie weit sind wir denn? 23 Kilo. Ist das auch ein Renner? Ne, du bist ein normaler Zombie, ne? Dann räumen wir hier erstmal auf, was hier rundherum ist, dass jetzt gleich nicht so viele Zombies auf uns gerannt kommen. Okay, es ist anscheinend egal, was man trifft, ob Kopf oder Körper. Treffer ist Treffer. Was drin? Okay, schnell looten. Kilo. Oh, fuck, fuck, oh. Fuck, fuck. Oh, fuck. Fuck. Oh, hab ich schon fuck gesagt? Oh. Hatte mir einer eingedachtelt, du blödes Stück. Und noch so einer. Mist. Oh, leck. Oh. Okay, keine Pfeile. Was haben wir denn? Haben wir was zum... Ja, eine Bandage, oder komm. Ah, ne, warte mal, wir haben, wie viel machen die hier? 100. Ah, naja, gut. Auch keiner. Also, die Pfeile sind nice. Also, Pfeil und Bogen ist auf jeden Fall richtig nice. Jetzt gucken wir noch, ob hier was in der Garage drin war, was wir eventuell mitnehmen können. Schade. Gut. Nachgeladen ist. Waren wir da oben schon drin? Waren wir in der Hütte schon? Ne, da klappert's drin. Der kein Renner. Danke für die Pfeile. Okay. Und dann gehen wir mal rüber.
Okay, hier gibt's auch nichts. Geh nochmal um die Hütte rum. Nice. Nee. Okay. Okay, hey ho, let's go. Machen wir hier oben erstmal leer. Und jetzt. Will overload. Scheiße, hab ich alles mitgenommen? Jetzt habe ich es mitgenommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Es kommt niemand. Aber was wir jetzt mal ausprobieren können. Da kommt einer. Ja, das geht. Okay, hat ihn zwar nicht interessiert. Doch, interessierten. Okay, also wir können Pfeile. Sehr geil. Der muss aber erstmal fertig brennen. Wir können auf jeden Fall Fässer mit den Pfeilen aktivieren. Das ist schon mal sehr viel wert. Kommen doch ein paar aus der Umgebung hier. Gibt ja alles Punkte, ne? Ist auf jeden Fall harmloser, als wenn man hier mit der Keule rangeht und dann wie ich nichts trifft. Sehr nice. Okay, wie viel haben wir denn? 31 Kilo. Ja, dann laden wir mal den Kram zu Hause ab, würde ich sagen. Das hat mir doch alles durchgelootet, ne? Und dann gehen wir oben nochmal rum. Jo. Und das Haus in der Mitte dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Sehr nice. Okay. Pistole haben wir am Start. Ein bisschen Munition. Grundlegend nicht verkehrt. Wir nehmen einmal Tabletten. Einmal trinken. Die machen 30. Dann trinken wir direkt die zweite. Und die Bohnen machen auch 30. Sind wir bei 60. Und die machen 15. Okay, nice. So, haben wir einen Energy Drink? Komm, zur Feier des Tages. Nehmen wir doch mal einen Energy Drink. Ach, wie schön. Ja, der Bogen ist auf jeden Fall eine richtige Hilfe beim Looten. Das kann man nicht anders sagen. Wo kommst du denn her? Wo stehst du denn? Auf jeden Fall richtig gut. Hätte ich beim letzten Mal auch machen müssen. Also hätte ich nicht machen müssen, aber es gab halt Munition im Überfluss. Deswegen hat es halt wenig Sinn gemacht, dass man jetzt hier irgendwie einen Bogen craftet. Ne? Ich konnte die ganze Zeit rumrotzen. Natürlich ist er leise, man scheucht keine Zombies auf. Und ich denke auch gerade bei diesen Spuckerinnen, ne, ist das auf jeden Fall hilfreich. So, was haben wir denn? Und was haben wir hier noch? Die Munition. Da Chips. So, 41 haben wir noch. Das langt doch erstmal. Bandagen. Da oben haben wir die großen. Da haben wir noch Munition. Jetzt wird es langsam voll hier. 5 Granaten haben wir. Boah. Den Bauhammer können wir hier lassen. Den müssen wir nicht mitschleppen. Da können wir lieber die Pistole mitschleppen. Aber die Munition funktioniert so rum nicht. Das heißt, wir müssen hier einmal nachladen. Gut. Dann würde ich sagen, eine Kleinigkeit zu trinken gibt es nicht, ne? Es gibt nur die großen Portionen. Wir haben nichts, was uns... Wie viel machen die nochmal? 30. Na gut, das ist ja genau das, was uns jetzt fehlt.
Und ein kleiner Schokoriegel. Immer auch wieder gut. So, erste Loot-Tour haben wir hinter uns. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir nehmen am besten noch ein bisschen Munition mit. Ich weiß nicht, wie viel brauchen wir. Was brauchen wir da? 50 Schuss? Ja, ein Kilo. Das ist ja sehr lächerlich wenig. So, Bogen müssen wir reparieren, beziehungsweise müssen einen neuen bauen, weil reparieren können wir den nicht. Das gibt es noch nicht. Oder es gibt eine Werkbank. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die dritte Folge von Zompiercer. Irgendwas knurrt vor der Tür. Und dann werden wir die Stadt noch durchlooten. Ich bin gespannt, wann ein neues Gebiet dazu kommt, weil es soll ein relativ großes neues Gebiet noch geben. Also bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.